Das ist ja hier die berühmte Rochuskapelle und der Rochus ist ja der Schutzpatron gegen die Pest. Also der sollte verhindern, dass die Pest nach Bergisch Gladbach kommt. Und trotzdem haben wir Heidi Klum. Ja, warte, das passiert. Die arme Heidi, die ist schwer in Ordnung. Sag mal, hier unten so leben, dass wir zwei oben noch eben reinkommen. Ja, 4 minus, ja, reicht aus. Da ist meine Heimat, das Bergische Land. Ach, ich freue mich, dass Sie jetzt machen. Ich habe immer schon gedacht, mit dem möchte ich mal länger unterhalten. Also wenn es Ihnen nichts ausmacht, ich heiße Wolfgang. Jürgen, ja? Ich freue mich. Ich kenne Sie ja, das wissen Sie ja, durch meine Verwandten. Ne? Mein Vater kommt ja aus dem Dorf, hier in der Nähe von Kürten. Und in dem Dorf, das kleine Olpe. Ne? Ja, genau. Da war ich als Kind ganz oft, jedes Wochenende, weil mein Onkel also da Bauernhof hatte. Sondern ja, Olpe, Olpe in Kürten. Genau. Ja. Da war ich als Kind ganz oft. Also ich wollte jedes Wochenende dahin, weil mein Onkel einen Bauernhof hatte. Da durfte ich Trecker fahren, da konnte ich Kühe melken. Ich habe da Urlaubsvertretung gemacht. Mein Onkel, meine Tante konnte in Urlaub fahren. Und mein Freund und ich, wir haben da den ganzen Hof geschmissen. Ne? Das war für mich als Schüler war das toll, weil man da gebraucht wurde und man konnte dann anpacken. Urlaub, ne? Ganz toll. Ja, das war für mich eine ganz wichtige Zeit. Und in dem Dorf hießen alle Bosbach, Bruchhaus, Becker und Schätzmüller. Mehr Namen gab es da nicht. Meine Frau kommt ja aus Kürtendahl. Ja, ist ja drin. Ist ja auch eine geborene Bosbach. Ja, genau. Sie heißen also beide Bosbach. Haben Sie denn aus der Emanzipation heraus bei der Hochzeit den Namen Ihrer Frau angenommen? Also wir sind ja schon so lange verheiratet, wir mussten uns ja damals noch entscheiden, wer welchen Namen annimmt. Ja. War natürlich nicht einfach, aber dann hat sich meine Frau entschieden, auch meinen Namen anzunehmen. Das war das letzte Mal, dass ich mich durchgesetzt habe in der Ehe, aber seitdem läuft es einigermaßen gut. Und Sie haben ja hier wirklich unglaubliche Wahlergebnisse erzielt. Also ich glaube, meine Verwandten haben sie alle gewählt, bin ich mir ziemlich sicher. Außer mein Cousin, der ist ja in der FDP. Ja, bei der Stimme wäre ich mir noch nicht mal so sicher. 99% oder sowas also haben sie hier fast erreicht. Also zum Schluss immerhin 59. Ja. 59%, Wahnsinn. Das ist ja unglaublich. Ja. Und hier eigentlich im Bergischen, Rheinisch-Bergischen Kreis der typische CDU-Wähler, kann man das sagen? Ja und nein. Das hätte ich noch gesagt bis so 70er, 80er Jahre, heute nicht mehr. Nee. Wir haben ja so starke Zuwanderung gehabt. Sehr viele ziehen ja auch aus Köln oder Leverkusen Richtung Bergisches Land unter der Überschrift Schöner Wohnen. Ja. Also die Struktur der Bevölkerung ist heute doch eine ganz andere als zu meiner Kinder- und Jugendzeit. Mhm. Aber insofern haben Sie völlig recht. Wir erzielen jedenfalls als Partei immer durchschnittliche Wahlergebnisse. Mhm. Also so wie viel dann die CDU auf Bundesebene bekommt, so viel bekommen wir hier auch als Partei im Kreis. Aber ich hatte das Glück, dass meine Erststimmenergebnisse immer doch deutlich besser waren. Also es waren doch immer viele Tausend, die gesagt haben, ich kann leider nicht CDU wählen, aber den Bosbach, den wähle ich. Ja, das ist ein tolles Erfolgserlebnis, oder? Ja, finde ich auch. Ist auch gut zu wissen, dass es ja auch Sympathie über Parteigrenzen hinweg geben kann. Ja. Wäre auch schade, wenn es anders wäre. Aber Sie haben ja sowohl in Berlin gelebt, ne? Beruflich bedingt. Wir sind aber auch hier wirklich auf einem ganz kleinen Dorf zu Hause. Ne? Sie können ja die Kontraste gut erkennen. Und jetzt mit Köln vor der Haustür denken Sie manchmal auch, wenn man hier oben ist auf den Bergen, guckt man runter nach Köln, man kann ja den Kölner Dom sehen. Zum Teil bin ich froh, dass ich hinter unten in dem versteckten Loch nur leben muss oder umgekehrt. Ja, ich bin die ersten 6 Jahre Heimschläfer gewesen, als der Bundestag noch in Bonn war. Ja. Dann war ich 17 Jahre lang in Berlin und bin nie heimisch geworden. Also das war nie mein Zuhause. Nein. Ja. Anders als meine älteste Tochter, die hat angeblich 5 Jahre in Berlin studiert. Die ist da sehr schnell heimisch geworden. Also die kannte nach 6 Monaten mehr als der Vater nach 16 Jahren. Ja, meine Tochter lebt auch in Berlin. Die fühlt sich da auch wohl. Ja, ich verstehe das nicht. Also ich bin immer gerne nach Hause geflogen. Und wenn man vom Köln-Bonner Flughafen nach Herkenrad fährt, kommt man an einer Stelle vorbei in Moitzfeld. Dann hast du einen wunderschönen Blick auf die Kölner Bucht, unverbaut auf den Kölner Dom. Und dann wusste ich, du bist wieder zu uns. Ja. Du bist wieder zu uns, ja. Wo die Wälder noch rauschen, die Nachtigall singt,
die Berge hochragen, der Amboss erklingt, wo im Schatten der Eiche die Wiege mir stand. Da ist meine Heimat, das Bergische Land. Da ist meine Heimat, mein bergisches Land. Das ist ja hier die berühmte Rochuskapelle und der Rochus ist ja der Schutzpatron gegen die Pest. Also der sollte verhindern, dass die Pest nach Bergisch Gladbach kommt. Und trotzdem haben wir Heidi Klum. Ja, warte, das passiert. Die arme Heidi. Die ist schwer in Ordnung. Ja? Ja, die tut manches gute Werk, ohne groß darüber zu sprechen. Ja? Jawohl. Das ist ja bei uns anders. Ne? Also, wir reden ja dann darüber. Wir reden darüber. Nein, auch wenn sie hier ist. Also ja? Immer bescheidenes Auftreten. Ja? Und nein. Also es ist nicht nur Glanz und Glamour. Mhm. Ist natürlich auch eine wohlhabende Frau. Vielleicht wird jetzt der ein oder andere sagen, der fällt das nicht schwer. Mhm. Aber es ist nicht selbstverständlich. Mhm. Kann man im Kinderdorf Bethanien nachfragen. Ja. Okay. Ja, aber leider nur Pest, nicht Corona. Wenn der schon für Corona zuständig gewesen wäre, hätte man ein Problem weniger. Ja. Und wie wirkt sich denn jetzt die Religion in der Politik aus für Sie? An allen Entscheidungen, die mit dem Lebensschutz zusammenhängen, also fachlich ausgedrückt an bioethischen Entscheidungen. Mhm. Bei mir war es aber eher privat. Mhm. Ist heute schwer zu erklären. Aber die Eltern meiner Mutter sind nicht zur Hochzeit gekommen. Meine Mutter kommt aus dem Westerwald, aus Hessen, weil meine evangelische Mutter einen katholischen Mann geheiratet hat. Mhm. Sie sind nicht zur Taufe meiner Schwester gekommen. Mhm. Erst zu meiner Taufe, 4 Jahre später, waren sie zum ersten Mal in Bergisch Gladbach. Und 63 Jahre ist der Papa mit meiner Mama in den evangelischen Gottesdienst gegangen und 63 Jahre die Mama mit Papa in den katholischen. Also die Religionsverschiedenheit hat uns Kinder schon geprägt. Ja, und das ist ja Wahnsinn, wenn man es heute überlegt. Ist verrückt. Ne, dass man sowas mitgemacht hat früher. Meine Mutter hat das auch erzählt, auf dem Dorf, da, wo meine Verwandten wohnen. Wenn da jemand in der evangelischen Frau kam, das ging ja gar nicht. Ne? Das wäre ja ein Riesentheater. Ja, also wir reden nicht vom 19. Jahrhundert, wir reden von 1948. Ja, in der Nachkriegszeit. Da war ja die berühmte Mischehe. Das wurde Mischehe. Heute würde man sagen, Schwarze und Weiße oder umgekehrt. Ja. Damals war es Mann und Frau. Obwohl es ja Der war gut. Und nun bin ich aus der Zeit, also als ich Messdiener war, saßen die Männer rechts, die Frauen saßen links. Ja, das kenne ich auch noch. Also hat es tatsächlich und in der Schule war das auch getrennt. Ja. Ne? Die Schulhöfe waren getrennt zwischen Jungen und Frauen. Also es gibt auch einen ganz aktuellen Bezug, denn darüber wurde ja noch vor kurzem in meiner Kirche, in der katholischen Kirche diskutiert, irgendwann. Mhm. 80er Jahre kam der Pastor der katholischen Kirche und sagte, Frau Bosbach, wollen Sie nicht mal mit zur Kommunion gehen? Aber Sie wissen doch, ich bin evangelisch. Ja, das macht doch nichts. Habe ich noch gesagt, kriegen Sie jetzt keinen Ärger? Hat der Pastor gesagt, das ist mir egal. Warum soll denn Ihre Mutter sitzen bleiben, wenn der Papa mit zur Kommunion geht? Da war meine Mutter so stolz. Mhm. Also wenn jetzt einer noch auf die Idee käme, zu sagen, nein, Protestanten, also... Mhm. Was halten Sie denn von Wölki? Der wird da ja Einspruch erheben. Ja, genau. Abstand. Mhm. Ja. Abstand, weil das Wichtigste ist, immer noch als Seelsorger tätig zu sein. Mhm. Nicht Kardinal oder Bischof. Der schönste und passendste Begriff für ein Priesteramt ist immer noch das Seelsorgeamt. Und heute, Papa lebt leider nicht mehr, aber Mama geht stolz mit zur Kommunion, sofern sie es dann noch körperlich kann. Mhm. Es ist für sie was Besonderes. Und warum soll ich ihr das verweigern, weil sie Protestantin ist. Falsch bekloppt. Also gut, aber das wird sich auch erledigen in der Zukunft. Das ja, ich hoffe. Geben. Ja. Wobei natürlich, ich muss sagen, das Katholische mir philosophisch immer noch näher ist. Ne? Man kann beichten, das ist ja schön, dann ist das weg. Herrlich. Ne? Ja, da ist da fängt wieder bei Null an. Ne? Ja, früher haben wir gesagt, geh zu drei, grüße, zeigst du Maria, so wieder gut. Alles ne? gut, ja. Da tut man den Protestanten schon leid, dass sie das nicht können. Ne? Die haben ja die Schuld ewig da in sich drin, da müssen die büßen. Und auch im Bergischen Land hat man ja diese Kontraste besonders stark.
Berg. Es gibt ja hier sehr protestantische Gegenden, viele evangelische Freikirchen auch. Das waren natürlich damals die Unternehmer, die dann, Max Weber und so weiter, protestantische Ethik. Also das Anhäufen größtmöglicher Gewinne unter strengster Vermeidung unbefangenen Genießens. Das heißt, wer auf der Erde viel Geld verdient, der kriegt im Himmel einen besseren Platz. Und das ist doch Quatsch. Ja, das kann doch ja nicht sein. Ist ja so. Ich bin ja hier ein rheinischer Katholik. Ja. Ich sage immer, hier unten so leben, dass wir zwei oben noch eben reinkommen. Ja, 4 minus reicht aus. Meine Töchter sind viel ernährungsbewusster als der Vater. Fleisch in Mini-Portionen. Ich komme noch aus der Abteilung satt werden. Sonntagsbraten. Ja, ja. Da ist er. Ja, genau. Das würde ich auch sagen, hat die Union verpasst. Mhm. Das gilt für Klima- und Umweltschutz und das gilt auch für das Thema gesunde Ernährung.